Willkommen in Passau. Genau. Der erste Eindruck war schon mal richtig schön, weil wir von der tollen Seite in die Stadt reingefahren sind. Also der erste Eindruck. Der zweite und dritte Eindruck lässt dann leider schon zu wünschen übrig. Es ist voll. Aber auch richtig voll. Also alles, was die Wohnmobile betrifft, wir können ja mal kurz einen Schwenk machen. Es ist da unten alles voll, komplett. Wir stehen jetzt dort, neben dem anderen VW-Bus. Also auf einem PKW-Parkplatz. Genau, Parkstellen haben wir gezogen. Dementsprechend für PKW. Und ja, 4 Euro hat das hier gekostet. Also dann können wir bis 17 Uhr morgen hier bleiben. Richtig. Und damit könnten wir dann gucken, dass wir vielleicht, das ist der Plan, morgen nochmal eine E-Scooter-Tour machen. Genau, weil die Altstadt ist gar nicht so weit weg. Dort hinten, wir können vielleicht da auch nochmal hinfilmen. Da hinten in die Richtung geht es zu der Altstadt. Durch das Tor und so weiter muss man da nochmal, glaube ich, durch. Ne? Ich glaube, da sind wir durchgekommen. Es gibt noch eine andere Strecke. Wir müssen nämlich genau. Gucken. Wir gucken mal, wo irgendwo eine Fahrradstrecke ist. Hier oben ist auch noch so eine alte Burgmauer. Schloss. Oben ist das Schloss, genau. Ja. Und ja, das schauen wir uns dann morgen mal in Ruhe an. Wir werden jetzt mal erkunden, was kann man denn hier so machen. Und wir werden vor allen Dingen jetzt erstmal Essen kochen. Genau, du wirst Essen kochen und ich werde mal gucken, was ich noch am PC machen kann. So ist es. Wir haben lecker gegessen. Es war sehr lecker. Jetzt machen wir einen abendlichen Verdauungsspaziergang, wo es aber mal wieder richtig schön hochgeht. Ja, da freue ich mich ja wieder tierisch. Aber hilft nichts. Wir wollen mal versuchen, ob wir euch noch eine schöne Aussicht zeigen können. Schauen wir mal. Ja, das ist der Plan. Kommt noch ein Auto. Ja. Ist ja eine Straße hier. Ja. Da ich aber euch hier nicht gerade halten kann, melden wir uns erst. Oben wieder. Oben wieder, genau. Also was ein Anstieg. Da wird man ja fix und fertig. Aber, sie haben gesagt, über 20% haben wir. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall auch eingehalten. Ja. Ja. Jetzt muss ich natürlich übertragen, also hier unten, das ist klar, das ist Passau. Und da ganz hin, was ihr ganz hinten in der Ferne seht, da haben wir nochmal Österreich. Also wir bleiben noch in der Nähe von Österreich, weil das war ja auch unser Ziel. Ne? Schweiz, Österreich. Und Stefan macht jetzt hier einige Fotos, zeigt euch Passau und die blenden wir euch jetzt ein. Und danach melden wir uns nach den Einblendungen nochmal wieder. Wie ihr seht, es wird immer dunkler und dunkler und dunkler. Ich glaube, er macht jetzt Licht an. Ich wollte sagen, ich kann uns mal ein bisschen hell machen. Ui. Etwas erleuchten. Es war aber sehr schön hier. Ja, ich denke mal, das habt ihr gerade gesehen, die Bilder. Ja. Also morgen, unser Plan ist auf jeden Fall eine E-Scooter-Tour hier zu machen, weil wir seit bis 17 Uhr dürfen wir bleiben. Und ich habe schon gesehen, hier gibt es genug Radfahrwege. Das heißt, das sollte für uns dann keine Probleme sein, mit den E-Scootern hier lang zu. Wir müssen durchgehen. Halt nur gucken, wo wir lang fahren und wie wir uns da irgendwo durchschlängeln, sagen wir es mal so. Aber wir wollen uns halt auf jeden Fall Passau ein bisschen erkunden. Und ja, natürlich
mit Abstand, mit gewissem Abstand, ne? Das ist klar. Ja, wenn wir schon mal hier sind, wollen wir uns das auch anschauen. Selbstverständlich. Aber das erst alles morgen. In diesem Sinne, gute Nacht. Gute Nacht. Morgen zusammen. Ich sehe gerade, ich habe meine Sonnenbrille vergessen. Ja, guten Morgen. Dann wirst du die gleich holen. Genau. Ihr seht schon wieder. Helme sind schon mal auf dem Kopf. Genau. Das heißt, wir machen jetzt eine Tour durch Passau. Und ja, wir wollen gar nicht viel labern. Wir nehmen euch einfach mit. Genau. Angekommen am Ende. Ja, am Ende der Inn und am Ende der Ilz. Ich muss sagen, von der Ilz habe ich noch nie was gehört. Die Inn kennen wir schon mal aufgrund von... Die Mündung sozusagen. Ja, die Inn kennen wir aufgrund von München. Ja. Aber die Ilz, die geht ilzt mich so völlig am Arsch vorbei. Aber hier ist die Mündung und es geht alles nur noch in die Donau. Und da entstehen wahrscheinlich die sogenannten Donauwellen, weil man sieht nur noch Wellen, Wellen, Wellen. Ja, genau. Also, naja, momentan, schöner... ist momentan, die Tour ist noch nicht so schön, weil das ist nur Pflastersteine, also da muss ja gut, das muss noch ein bisschen besser werden, aber das denke ich, das wird schon, wenn wir in die andere Richtung fahren der Stadt. Wir die, gucken einfach die mal. Hoffnung habe ich auch. Genau. Schöne Bilder hast du, glaube ich, schon ein paar gemacht. Genau, die blenden wir euch mal ein. Nein, machen wir nicht. Oder wir machen zum Schluss eine Einblendung. Genau, ne? Wenn genau. wir nämlich unsere Tour durch haben, dann werden wir euch eine schöne, große Szenerie von Passau machen. Und genau. Jetzt fahren wir weiter.
Ja, bitte? Ja, ich denke, du willst was sagen. Wollte ich was sagen, ja. Naja, also die Stadt ist sehr, sehr schön. Das muss man ja sagen. Ich glaube, das können wir euch auch dann zeigen. Oder vielleicht haben wir euch das schon gezeigt, das weiß ich nicht, so wie Marcel das geplant hat. Ich auch nicht. Auf jeden Fall, Radfahren, also ganz viel Kopfsteinpflaster. Sehr viel, ja, Gassen, wo man nicht Radfahren darf. Also viel Schieben. Wenn man sich das angucken will, dann sollte man gucken, dass man das relativ zu Fuß hinkriegt. Ja, aber hier an der Donau lang ist es schon recht schön, bis auf, dass man im Moment noch an der Straße fährt. Aber ich habe eigentlich gesehen, dass es Wege gibt, die auch abseits der Straße führen. Also das müsste irgendwo auch gehen. Vielleicht ist das ja auch genau auf der anderen Seite, wo wir natürlich gerade nicht sind. Entweder auf der anderen Seite oder halt nicht aus Passau Richtung Österreich, sondern genau die andere Richtung. Ah, das kann auch sein. Also wir wissen es nicht, wir haben uns nicht gut informiert. Ja, ich habe bei Komoot mal kurz geguckt und da habe ich gesehen, oh ja, hier an der Seite lang, gut, wunderbar. Sah ganz nett aus mit den Bildern, die sie da eingeblendet haben, aber ja, scheinbar sind die Bilder wahrscheinlich erst, kommen die später, würde ich sagen. Na gut, wie auch immer. Na, wir werden jetzt hier nicht großartig unsere Tour fortsetzen, weil dafür ist es wirklich uns jetzt einfach nicht schön genug. Ja, es ist an der Straße etwas, naja, gut, mit Abgasen behaftet. Ne? Plus, was ja wieder sehr komisch ist, ja, kaum sind wir in Deutschland, windig. Ja, ist windig. Hier ist wieder richtig windig. Ja, das hatten wir die ganze Zeit, nee, den ganzen Urlaub hatten wir eigentlich keinen Wind. Ja, stimmt, das ist richtig. Aber hier ist wieder komisch. Doch, ganz schön windig, das stimmt schon. Vom Winde verweht ist man hier in Deutschland. Naja, so ist es halt. Ja, wir schauen noch, was wir so jetzt so machen. Sehen, genau. Und ja, dann wollen wir auch weiter heute auf jeden Fall. Wir wollen ja definitiv unsere Reise eigentlich beenden. Ich weiß gar nicht, ich überlege echt, ob wir es nicht auch an dieser Stelle tun. Also eigentlich ist das gar nicht so schlecht, weil die Stelle hier ist sehr, sehr schön. Und gerade weil wir an der Donau sind und die Donau trennt ja auch Deutschland und Österreich. Deshalb glaube ich, sollte es gewesen sein. Ich hoffe, liebe Leute, euch haben unsere Reisevlogs einigermaßen gefallen. Ihr habt eigentlich Paddeltouren gesehen. Ihr habt ein paar Stellplätze gesehen auf jeden Fall. Ihr habt schöne Landschaften vielleicht gesehen von oben. Also das heißt, dass wir auch relativ weit hochgefahren sind und mal geguckt haben, Mensch, was kann man so in der Schweiz und in Österreich so erleben? Gerade ja, Österreich mit der Kärntencard empfehlen wir euch auf jeden Fall, dass die zu kaufen. Wie gesagt, für eine Woche 41 Euro. Wie gesagt, wenn ihr zwei Wochen da seid, ist es glaube ich 72, glaube ich. 72, aber wenn ihr überlegt, was ihr damit alles machen könnt, es lohnt sich. Selbst im Winter gibt es eine Winterkärntencard. Da könnt ihr wahrscheinlich sehr viele Skilifte kostengünstiger nutzen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Kommt nach Österreich, schaut euch die Schweiz an. Wo wir als nächstes hinfahren werden, das wissen wir noch nicht. Wir wissen auch noch nicht, ob es dann nochmal mit dem Bulli sein wird oder doch vielleicht mit unserem Malibu. Wir hoffen eigentlich auf Malibu, aber ja, wir lassen uns überraschen. Wie gesagt, wir hoffen, die Reisevlogs haben euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen. Nach oben, genau. Dann teilt natürlich gerne das Video. Und es gibt natürlich auch noch ein Special, das wollte ich nämlich noch sagen, über so Tricks und Kniffe sozusagen, die wir uns jetzt hier in diesem Urlaub gemacht haben, wie auch immer. Ne? Nochmal so kurz die Route und so weiter vielleicht oder so. Das muss man mal sehen. Es wird auf jeden Fall noch so ein Abschlussvideo dann noch dazu geben. Genau, so ein Fazitvideo. Dann natürlich abonniert unseren Kanal, das wäre ganz herzenslieb von euch. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper, bis ciao, dahin. Ciao. Thank you.